Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo über die Tashkent 41, denn wie ihr wisst, hat Wargaming die Tashkent 41 als feuchten Schatten schon einmal angekündigt. Darauf sind wir aber hier auf diesem Kanal nicht eingegangen, denn wenn man nur etwas Rumoren hört, ohne dass wir spezielle Schiffscharakteristika haben, die wir vergleichen können, ist eine Einschätzung relativ obsolet oder eigentlich gar nicht möglich. Aber Wargaming hat vor 2 Tagen die Schiffscharakteristiken gedroppt und einige Änderungen zur Tashkent 41. Für all jene, die gar nicht wissen, dass es eine weitere Tashkent geben sollte, ja, auf Stufe 7 hat Wargaming vor einiger Zeit kundgetan, dass es ein Schiff mit ähnlichen Charakteristiken wie die der Tashkent geben sollte. Sie soll sehr schnell unterwegs sein, dafür nicht so manövrierfähig. Allerdings verzichtet sie auf den großen Schaden der Hauptartillerie. Ihr wisst, die Tashkent ist Stufe 9 russischer Zerstörer. Sie sitzt unterhalb der ehemals Khabarovsk, jetzt der Delny, ist quasi der Gan-DD-Baum. Sie sitzt hier mit 8 Kilometer Torpedos und ganz formidablen Geschützen, könnte man sagen, in diesem Baum. Hier haben wir die formidablen Geschütze nicht mehr. Hier haben wir auch nicht die Auswahlmöglichkeit zwischen Smoke und Heal. Nein, Wargaming hat beides zuerst gestrichen und danach den Smoke wiedergebracht. Von daher, naja, warum nicht? Wir schauen uns jetzt die Schiffscharakteristika an und vergleichen das Schiff mit dem normalen Minsk-Zerstörer auf Stufe 7 der Russen, denn daher hat er auch, also zumindest die Tashkent 41, den Smoke bekommen. Wir haben 85 Sekunden Smoke Dispersion Time da. Es führt Wargaming nicht separat auf, aber sie sagen einfach, es sind dieselben Charakteristiken, wie auch wie der normale Stufe 7 Zerstörer im Smoke hat. Ne? Das bedeutet 85 Sekunden Dispersion Time, bedeutet ein Buff oder ein Smoke-Buff dauert 85 Sekunden an. Ihr könnt, wenn ihr den Smoke einmal begonnen habt, ihn 20 Sekunden lang auf der Karte ziehen. Und ansonsten ist jeder Buff 0,45 Kilometer im Radius. Von daher 900 Meter im Durchmesser, könnte man sagen. So. Die Nachladezeit ist 160 Sekunden. Was sind jetzt die Trefferpunkte? Die Tashkent 41 hat, wie nun eingeblendet, 21.200 Trefferpunkte. Das ist schon brutal. 15.100 hat die Minsk. Und der andere, oder ein anderer Stufe 7 Premium-Zerstörer hätte, wie die Leningrad, 15.200 nur. Wir haben hier eine ziemlich schwache Batterie, also eine ziemlich schwache Hauptartillerie. 3x1, 130 mm im Vergleich. Leningrad und Minsk haben jeweils 5x1, 130. Das muss hoffentlich über den Reload geregelt werden und ein bisschen wird es das auch. Zuerst aber einmal den HE-Damage mit 1900. Der ist typischer Standard im Alpha. Wir müssten wahrscheinlich die 870 Meter pro Sekunde auch haben, wie wir bei beiden Stufe 7 Zerstörern, Premium, Nicht-Premium haben. 8% Brandwahrscheinlichkeit. Ebenso die Granate ändert sich nicht. AP allerdings haben wir 2500. Die ist wie von der Minsk hier geborgt. 870 Meter pro Sekunde. Eine Nachladezeit für alle beide von 4 Sekunden. Das ist leidlich besser als beide der hier von mir ins Feld geführten Zerstörer, nämlich um 1 Sekunde. Beide anderen haben 5 Sekunden Nachladezeit. Das ist natürlich nicht so ausschlaggebend für die DPM, die ein Fünftel bessere Nachladezeit oder geringere Nachladezeit als bei den anderen im Vergleich zu 2 Hauptartilleriegeschützen weniger. Naja, aber wie Wargaming schon sagte, wir sind ja hier quasi nicht bei einem Gun-DD auf Stufe 7, davon gibt es schon genug, sondern ein Torpedo-DD. Torpedo-Tubes haben wir hier 3x3. Und das ist jetzt interessant, denn wir haben 15.100 Schaden tatsächlich. Das ist quasi dasselbe wie hier bei der Leningrad auch. Aber wir haben 10 Kilometer Reichweite bei 60 Knoten Speed. Eine Nachladezeit von 70 Sekunden, ne? Und eine Aufdeckungsreichweite der Torpedos von 1,2. Das sind hier nicht die Torpedos einer Minsk, denn die hat nur lächerliche 4 Kilometer Reichweite, ne? Und auch dafür aber höheren Schaden. Und höheren Torpedospeeds. Nein, das sind quasi die Torpedos der Leningrad, wie sie die Leningrad auch besitzt, nur mit höherer Reichweite und schnellerem Reload. Die Leningrad hat 8 Kilometer Reichweite bei 92 Sekunden, wenn es mich nicht ganz täuscht. Und hier haben wir 70 Sekunden Nachladezeit. Das ist schon immens. Und 10 Kilometer Torpedoreichweite auf Stufe 7 ist auch gar nicht so schlecht. Das ist wirklich ein Torpedo-DD. Wir haben einen Maximum-Speed von 44,8 Knoten, eine Ruderstellzeit von 730 Metern. Wir haben eine
Aufdeckungsreichweite von 8,4 Kilometern. Das ist dafür auch extrem. Wie ihr wisst, wir haben hier keine Möglichkeit, Doppelconcealment zu skillen auf Stufe 7. Das ist interessant. Oder Wargaming gibt uns die einmalige Möglichkeit, ein Stufe 7 Schiff mit einem Slot mehr, also für die Stufe 8 zu bekommen. Solche Schiffe gibt es ein, zwei im Spiel. Ich glaube, der Stufe, oh Gott, ist schon Stufe 3er, die Iwaki Alpha. Das, welches nur Alpha-Spieler, also Spieler, die in der Alpha gespielt haben, bekommen haben. Ich glaube, die hat also einen Vorteil, dass sie mehr von den Modulen einbauen kann. Aber verbessert mich, wenn es nicht stimmt. Ne? Wenn man ein Schiff selbst nicht hat, ist immer schwierig, das zu behalten. Als Vergleich haben wir nicht die 8,4 Kilometer wie bei der Tashkent 41. Bei der Minsk haben wir 7,51 oder 7,33 bei der Leningrad. Und ihr wisst, die Leningrad kommt auf 6,1, 6,2, ne? Und die Minsk ein bisschen drüber. Generell die Aufdeckungsreichweiten der Schiffe auf Stufe 7 sind relativ bescheiden. Das ist eine der schlechtesten CD-Stufen meiner Meinung nach, weil wenn man ins gemischte Match kommt, Stufe 6, Stufe 5, bei weitem besseres Concealment da ist und davon leben die meisten DDs. Und auf Stufe 8 sowieso mit Doppel-Concealment kommen wir dann auf 5,8 und 5,4 teilweise mit der Kagero. Das Problem ist natürlich bei einem Torpedo-DD ein bisschen geringer, wenn die Reichweite der Torpedos groß genug ist. Allerdings wird man dennoch gespottet, teilweise von Gun-DDs, da auch wieder Akizuki, bevor man sie selbst sehen kann. Und dann ist man nicht nur im Concealment unterlegen, sondern auch in der Feuer, was soll man sagen, Stärke. Das ist einfach. Der Speed allerdings mit 44,8 Knoten, das ist ganz wichtig, ist für ein Torpedo-DD super. Weil die meisten Torpedo-DDs haben nur 37,5 Knoten, bedeutet, man kommt relativ langsam von A nach B. Man ist aber stark davon abhängig, auch mal schnell Seiten wechseln zu können oder dem Gegner hinterherzukommen oder schnell zu fliehen. Dieses Problem wird die Tashkent 41 nicht haben, sondern sie wird eher Probleme haben bei der Aufdeckung. Ich denke aber, Wargaming wird die 8,4 Kilometer noch auf ein erträgliches Maß von 7,7 Kilometer oder 7,8 Kilometer verkürzen. Würde ich mal tippen. Wir haben jetzt in den Consumables Damage Control Party, also ganz normal die R-Taste zum Drücken, den Smoke Generator ist mit reingekommen, schönen Smoke legen, Engine Boost ist noch da und den Torpedo Reload Booster für, 3x3 mal 2. Da haben wir eine Sekunde Dauer, Torpedo Reload Time 5 Sekunden und die Nachladezeit des Consumables 160 Sekunden mit 3 Aufladungen. Ja, ich denke mal, das soll dieses Problem der Aufdeckung ein bisschen eindämmen. Aber man kann noch so viel Schaden raushauen können, potenziell, wenn man zu schnell offen ist und dann tot. Tote Spieler machen keinen Schaden mehr. Die beteiligen sich quasi nur noch im Chat. Leider. Nun denn, da bin ich gespannt. Meiner Einschätzung nach wird es hier noch eine Verringerung der Aufdeckungsreichweite geben oder dieses Schiff wird wahrscheinlich kaum Land sehen. Was sagt ihr zum neuen Schiff von Wargaming? Ein Premium-Schiff? Mit Sicherheit. Die Frage ist wie immer, was wird es kosten? Wie kommt es ins Spiel? Sehen wir es denn überhaupt oder ist es eine Kitakami? Naja, wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht.